Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 12. September 2023. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ich habe es ja schon auf Instagram angeteasert, ich werde hier aus Teneriffa ein News-Video drehen, denn ich durfte heute an etwas ganz Besonderem teilnehmen, und zwar an der Pressekonferenz für die Neueröffnung des Disneyland Hotels. Die ist jetzt vorbei und ich kann euch schon mal sagen, es sind so viele Neuigkeiten und krasse Sachen, die auf uns zukommen mit Disneyland Hotel. Die teile ich mit euch jetzt hier. In diesem Video, ich habe leider nichts zu schreiben gehabt, ich hatte keinen Stift, ich habe alles mit dem Handy mitgeschrieben und parallel auch Fotos gemacht. Ich vermute, also es gibt jetzt schon ein paar Bilder auf Instagram von Natascha Rafalski. Ich vermute, dass auch der Stream auf YouTube online gestellt wird irgendwann, ich weiß es aber nicht, das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Erstmal möchte ich sagen, wann eröffnet das Hotel? Der 25. Januar 2024, das heißt eigentlich schon. Ja, sie haben ja Q1 gesagt und das ist ja super direkt am Anfang von Q1, also super aufregend. Und wie gesagt, ich habe mir Notizen gemacht, so gut es ging, und versuche euch so Schritt für Schritt durch den Stream zu leiten, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Es ist hier ein bisschen provisorisch, meine Kamera habe ich dabei, die steht auf einer Wasserflasche. Ja, ich sitze hier auf der Terrasse, das heißt, es können Außengeräusche vorkommen. Und ja. Dass ich hier mit meinen Ohren sitze, ist mir echt egal. Wenn hier jemand langläuft, dann sieht er mich halt mit meinen Ohren und meiner Kamera. Das ist mir völlig egal. Ja, also ich würde sagen, wir starten mit den Neuigkeiten. Und ja, der Stream ging ungefähr, ich glaube, eine halbe, fast eine Dreiviertelstunde circa. Und dann gab es am Ende noch ein 15-minütiges Q&A, wo wir noch Fragen stellen konnten, die jetzt vielleicht nicht im Stream beantwortet wurden. Ich hatte ja auch auf Instagram gefragt, was ihr wissen möchtet aus diesem Stream. Und ich kann sagen, ich glaube, ich habe alle eure Fragen, kann ich in diesem Video, in diesem News-Video auf jeden Fall beantworten. Ja, wie wir wissen, 25. Januar 2024 eröffnet das Disneyland Hotel. Und ja, in den letzten Jahren gab es ja immer mehr Magie zu den Disney-Hotels. Das Hotel New York hat aufgemacht, wie wir wissen, ein mega krasses Hotel. Ich bin nicht der mega Marvel-Fan, aber die Messlatte wurde mit dem Hotel New York schon richtig hochgesetzt. Und ja, die Messlatte mit dem Disneyland Hotel wird jetzt nochmal höher gesetzt. Es ist ein 5-Sterne-Hotel und das Hotel wird sich wirklich abheben. Komplett neuer Grad des Luxus. Es wurde komplett verändert und auch beim Q&A wurde gefragt, was ist denn vom ursprünglichen Hotel geblieben? Tatsächlich nur die Wände und der Kamin in der Lobby. Alles andere wurde neu designt, neu gebaut und ja. Wir können uns auf jeden Fall auf was Krasses freuen. Und die Frage wird mir auch oft gestellt, darf man denn in Disneyland Paris Hotels einfach so reingehen und sich das anschauen? Ja, dürft ihr. Also auch das Disneyland Hotel, auch wenn ihr da jetzt keine Nierenspende wollt, zu den Preisen kommen wir auch noch, wenn ihr keine Nierenspende wollt, um dort zu übernachten, ihr könnt das Hotel einfach euch anschauen, ihr könnt die Restaurants besuchen, die Bar natürlich. Und ja, euch natürlich die grandiose Lobby noch anschauen, zu der wir auch gleich kommen. Jedes Zimmer in dem neuen Hotel soll aussehen wie ein Raum in einem Schloss. Es wird verschiedene königliche Geschichten geben. Und ja, jetzt kommen wir auch zur Lobby. Und zwar, die Lobby wird aussehen, inspiriert sein wie ein bisschen wie von Schön und das Biest. Es wird einen Kamin geben in der Lobby, der war ja auch vorher schon da, und eine Bücherei. Es wird Bücherregale mit 15 verschiedenen Geschichten geben und das Highlight der Lobby wird der Deckenkronleuchter sein, der einfach auf den Fotos schon phänomenal aussieht. Und in diesem Kronleuchter ist innen drin das Sleeping Beauty Castle irgendwie verwurstelt. Also auf den Bildern sah es schon mal mega aus und drumherum gibt es super viele Tropfen und also so kleine, die darunter hängen und das Schloss umhüllen. Und es ist nicht nur so eine Art runder Kronleuchter, der bewegt sich, also der wird auch weiterlaufen über die ganze Lobby hinweg. Also auf den Bildern sah es schon mega aus und ich bin sehr gespannt, wie es dann aussehen wird. Es bleibt aber noch nicht bei dem,
Royals werden in der Lobby die Gäste begrüßen. Das heißt, die ein oder andere Prinzessin wird euch vielleicht beim Check-in Hallo sagen und euch begrüßen. Und was ich ganz besonders krass finde, es wird eine extra neue Show geben für die Lobby, die extra für dieses Hotel produziert wird. Und dort sind Charaktere wie zum Beispiel Aladdin, Rapunzel oder Cinderella. Also das finde ich erstmal schon richtig phänomenale Neuigkeiten, dass es eine eigene Show geben wird. Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo in anderen Hotels gibt, weltweit in Disney Hotels, dass das Hotel eine eigene Show haben wird. Also bin sehr gespannt und auch wenn wir als Nicht-Gäste dort übernachten, können wir uns diese Show trotzdem angucken, was ich total toll finde. Also da bin ich mal sehr gespannt. Wir wissen, Disneyland Paris und Shows, das können sie. Auch eine Frage von euch war, wie viele Restaurants wird es geben? Wird es Character Dinings geben? Und ich kann euch schon mal sagen, ja. Es wird 2 neue Restaurants geben, eine Bar und mehrere Lounges. Und das erste Restaurant ist das Royal Banquet, die Royal Banquet Hall. Das ist das alte Inventions. Wenn ihr schon mal im Disneyland Hotel wart, auch nicht als Gäste, aber ich war ja auch schon mal im Inventions essen, habe aber nie im Disneyland Hotel übernachtet. Das alte Inventions war ja auch ein Character Dining, Buffet-Restaurant und das wird das Royal Banquet Hall jetzt auch sein. Das im Prinzip wird es das Inventions ersetzen. Wir haben Bilder gesehen, es sieht dem Inventions sehr ähnlich, aber es wird viele verschiedene Porträts und Bilder geben von verschiedenen Charakteren, die extra für dieses Restaurant entwickelt wurden, gemalt wurden, gezeichnet wurden, wie man es immer auch nennen möchte. Und es wird auch wieder ein Character-Restaurant geben. Es werden extra Kostüme oder sind extra Kostüme designt worden für die Charaktere, vor allem für Mickey und Minnie. Ich habe Bilder von Natascha Rafalskis Instagram-Post auch gescreenshottet. Das heißt, ich kann euch immer wissen, was reinpacken. Und wenn es den Stream irgendwann geben sollte, packe ich ihn auch gerne unten in die Infobox oder poste ihn auf Instagram in meiner Story. Da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Da wird nämlich alles gezeigt. Diese Kostüme von Mickey und Minnie, die extra für dieses Restaurant designt wurden. Also richtig schön. Und natürlich werden auch noch andere Charaktere dort auftauchen. Ob es jetzt sowas wie diesen Sonntagsbrunch geben wird, wo es wechselnde Themen gibt. Also das war ja im Wenschen so, dass man sonntags da hingehen konnte. Und dort gab es dann verschiedene Themen und die Charaktere waren dementsprechend dann auch angepasst. Das weiß ich jetzt nicht, aber es wird auf jeden Fall Mickey und Minnie geben in deren neuen royalen Kostümen. Und ich habe auch zwischendurch ein paar Bilder gemacht, die ich euch leider nicht zeigen kann, aber der Stream war auf Englisch. Wir hatten deutsche Untertitel und ich konnte nicht alles so schnell mitschreiben. Deswegen habe ich einfach für zwischendurch Fotos gemacht, um halt den Untertitel wenigstens zu haben. Genau, also das Royal Banquet Hall ist inspiriert von großen Bankettsälen und Minnie in ihrem Prinzessinnenkleid mit Krone, Mickey mit so einem Federhut, sieht richtig süß aus. Und was es da zu essen gibt, dazu komme ich gleich nochmal zurück. Es wird ein zweites Restaurant geben und zwar La Table de Lumière. Ich nenne es einfach mal das Lumière Restaurant. Und wie der Name schon sagt, ihr wisst, Lumière, Schön und das Biest, ist es an Schön und das Biest angehaucht. Und es ist ein riesengroßer Spiegelsaal, was auch an Versailles erinnert. Also es ist inspiriert an Versailles und auch an Beauty and the Beast. Sieht mega aus. Und das wird wahrscheinlich das, wie hieß es vorher, das Restaurant neben dem Inventions? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe da gerade noch eine Pop-Up-Nachricht bekommen. Ja, jetzt habe ich auch die offiziellen Bilder, das heißt von Inside Ears geschickt bekommen. Das heißt, die kann ich euch auch gleich noch einblenden. Auch gerade vom Lumière-Restaurant. Ja, richtig schön. Jetzt habe ich überlegt, wie heißt es? California Grill hieß es vorher. Ich glaube, das soll halt das California Grill ersetzen. Da war ich tatsächlich nie essen. Das ist aber auch, es war ein Table-Service-Restaurant, was jetzt auch das Lumière-Restaurant sein wird. Genau, auch in diesem Lumière-Restaurant wird man auf Charaktere treffen können und zwar auf royale Paare. Es wird verschiedene Paare geben, Schön oder das Biest mit ihrem Prinzen, Ariel mit Erik und ihr könnt dort verschiedene royale Paare dann treffen. Welche, das weiß man natürlich vorher nie, aber das klingt auf jeden Fall schon sehr vielversprechend. Jetzt muss ich mal gerade gucken.
Genau, jetzt kommen wir nochmal zum Essen. Und zwar bei dem Royal Banquet Hall wird es Meals geben auf dem Buffet, die auch nach Disney-Filmen inspiriert sind. Zum Beispiel, ein Beispiel war ein scharfes Cajun-Schrimps-Gericht, was aus Tianas Louisiana gewidmet wurde. Es wird natürlich auch personalisierte Desserts, also man kann dort tatsächlich auch seine Desserts personalisieren und selbst kreieren in dieser Royal Banquet Hall. Und im Lumière Restaurant, habe ich ja schon gesagt, ist ein Table Service Restaurant. Dort wird es hauptsächlich französische Feinschmecker-Menüs geben, unter anderem mit Hummer oder Lammrücken und, oder zum Beispiel einem Rosenkuchen. Und es wird auch spezielle Desserts geben, die aussehen wie von Schön und das Biest. Also ja, so viel zu den Restaurants. Es wird auch Bars geben, also eine Bar wird es auf jeden Fall geben. Und es wird auch, habe ich ja schon eingangs erwähnt, verschiedene Lounges geben. Und zwar, wenn man, das war auch eine Frage von euch, kommt der Castle Club zurück? Ja, den wird es geben. Er wird auch weiter Castle Club heißen. Und wenn man im Castle Club übernachtet, dann könnt ihr auch in der Castle Club Lounge, die Castle Club Lounge betreten. Und das Highlight der Castle Club Lounge ist, dass man die beste Aussicht auf den Park hat. Außer man übernachtet in der Frozen Suite, da hat man direkten Blick aufs Disney Schloss, aber ich glaube da wirklich, da muss man, also wenn man in der Frozen Suite übernachtet, da kommen wir auch noch zu, das ist die größte Suite mit 206 Quadratmetern. Ich glaube, da werde ich nie drin übernachten dürfen. Auf jeden Fall hat man eine sehr schöne Aussicht auch aus der Castle Club Lounge. Da darf man natürlich nur hin, wenn man im Castle Club übernachtet. Dort kann man auch jeden Tag mit den Prinzessinnen frühstücken. Ja, dort wird man dann frühstücken und die Prinzessinnen werden dann auch einen besuchen kommen. Ohne Aufpreis. Aber gut, der Castle Club kostet ja auch schon ein halbes Vermögen. Und genau, jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Wenn wir schon bei Zimmern sind, bleiben wir doch bei den Zimmern. Es wird, durcheinander. Also es wird 487 Räume und Suiten geben, die 11 verschiedene Themen haben, wie unter anderem Dornröschen, Cinderella, Tiana, wir wissen es, Raya, das wurde ja alles schon bekannt gegeben, das ist jetzt nichts Neues. Und der Castle Club wird tatsächlich wie ein eigenes Hotel im Hotel sein. Das heißt, wenn ihr Castle Club Gäste seid, fühlt ihr euch extra besonders und noch mehr luxuriöser, weil ihr dann wirklich eure eigenen Eingänge habt, eure eigene Lounge. Wie gesagt, es ist, so wurde es gesagt, ein eigenes Hotel im Hotel. Ja, ich hatte ja eben schon die Suiten erwähnt. Es wird 16 Suiten geben mit verschiedenen Themen. Jetzt muss ich kurz mal meine Bilder weiterspulen. Genau. Es wird 11 klassische königliche Geschichten geben, habe ich ja immer schon erwähnt, die wir schon kennen von Cinderella, Dornröschen über Ariel und Aladdin bis hin zu die Eiskönigin Vaiana und Raya. Das sind so einige der 11 thematisierten Zimmer. Es wird auch verschiedene Zimmerkategorien geben. Es wird ein Superior und ein Deluxe Zimmer geben. Und das Superior Zimmer ist eher in Blautönen gehalten und ja, hat super schöne Details. Zum Beispiel der Kaffee- und Teemaschine ist in einer wunderschönen Schmuckbox integriert. Es gibt zum Beispiel auch einen, also wenn ihr im Rapunzelzimmer seid, gibt es einen Spiegel von Rapunzel, der super schön aussieht. Und da kann ich euch schon mal sagen, da kommen wir auch noch zum Merch. Den kann man sogar dann noch kaufen im Merch-Shop. Dann gibt es das Deluxe-Zimmer, habe ich erwähnt. Das ist eher so in Gold- und violetten Tönen gehalten und hat wunderschöne wunderschöne Lichteffekte. Und die Deluxe-Zimmergäste haben auch eine eigene Lounge, und zwar die Deluxe-Lounge. Jetzt muss ich mal kurz durchatmen. Genau, das mit dem Castle Club hatte ich schon mal erwähnt. Es wird 41 Zimmer im Castle Club geben und 18 und alle 18 Suiten. Eben habe ich 16 Suiten gesagt. Ne, es sind 18 Suiten. Da haben sie sich, glaube ich, einmal vertan. Ich hatte auf jeden Fall 16 Suiten aufgeschrieben, aber danach haben sie nochmal 18 gesagt. Also im Castle Club wird es 41 Zimmer und 18 Suiten geben mit den 11 beliebten Disney-Geschichten. Und der Castle Club befindet sich auf den zwei oberen Stockwerken des Hotels.
und haben, wenn man Castle Club Gast ist, hat man natürlich einen privaten Check-in, man hat einen eigenen Aufzug, einen privaten Aufzug, mit dem man direkt in den Park kann. Ja, sehr luxuriös und exklusiv, aber wie gesagt, das wird, glaube ich, nie der Fall sein. Genau, da wurden einige Zimmer gezeigt, auch die Suiten wurden gezeigt, das Cinderella-Zimmer, das Dornröschen-Zimmer, es gibt ein Die Schöne und das Biest-Zimmer, was und eine Suite, die nach der Realverfilmung inspiriert wurde, Rapunzel-Zimmer, die Eiskönigin, und dann wurden auch die Suiten gezeigt, wie gesagt, das Schöne und das Biest, die Realverfilmungs-Suite und auch die größte Suite, die Royal Suite Frozen mit 204 Quadratmetern. Genau, alle Suiten haben wunderschöne Details und ja, die Frozen Suite mit 206 Quadratmetern. Ja, sind wir fertig mit den Zimmern. Es wird natürlich auch wieder einen Wellnessbereich geben, es wird einen neuen Pool geben. Es wird einen neuen Fitnessbereich geben und ein Spa mit 9 Behandlungen. Und dort werden auch, die Behandlungen sind nicht nur für die Kinder, sondern auch, nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder. Das heißt, eure Kinder dürfen sich auch einer Spa-Behandlung unterziehen, dürfen sich sogar den eigenen Duft auswählen, Erdbeer und Vanille und keine Ahnung was. Und ja, da bin ich auch mal auf die Preise gespannt, muss ich sagen. Genau, es ist, der Pool heißt Crystal Pool und es wird einen Health Club geben. Und der Pool ist nach königlichen Gewächshäusern in Laken aus Brüssel gewidmet. Ich muss sagen, davon habe ich noch nie was gehört, aber sie haben es mal erwähnt. Wer da schon mal war in Laken, weiß, wie es da aussieht. Und im Fitnessbereich wird es smarte Geräte geben und ja, das Spa wurde komplett umgestaltet und dann wurde auch auf die Castmember eingegangen. Und zwar werden die Castmember im Disneyland Hotel Storykeeper heißen. Und das ist nicht ohne Grund. Die Castmember werden auch Touren, also es wird auch Touren geben, so wurde es gesagt, durch die Castmember, durch Hotels, wo sie dann so Hidden Gems, also so versteckte Geheimnisse und Secrets dann einem verraten, wenn man diese Tour mitmacht, und deswegen heißen sie Storykeeper und die sollen halt diese ganze royale Geschichte des Hotels an uns weitervermitteln. Ja, das Casting für die neue, also die Interviews für die Mitarbeiter beginnt tatsächlich jetzt auch bald. Ja, dann geht's zu den kleinen Gästen. Die kleinen Gäste sind natürlich im Fokus im Disneyland Hotel. Es wird einen Royal Kids Club geben mit einer interaktiven Bücherei mit Augmented Reality in diesem Kids Club. Das heißt wahrscheinlich mit Virtual, also ist Augmented Reality gleich Virtual Reality? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber wird es auf jeden Fall dort geben. Es wird spezielle Gute-Nacht-Geschichten für die Kleinen auf dem Zimmer geben. Und im Badezimmer wird auch die ein oder andere Überraschung auf das Kind warten. Warum bin ich kein Kind mehr? Ich möchte auch diese Überraschungen haben und in diesen Kids Club gehen. Naja, auch die Restaurants sind speziell, wird es auch spezielle Menüs für die Kinder geben. Also Essen speziell für die Kinder mit Thematisierung. Es wurde ein Bild von Herr von Unruh gezeigt, als Dessert war es, glaube ich. Also es wird wieder natürlich viele verschiedene thematisierte Snacks geben. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Dann gibt es natürlich auch My Royal Dream für Kinder. Das bedeutet, das gab es ja auch schon im alten Hotel, dass die Kinder sich einer, wie heißt es denn, Transformation, hört sich schon doof an. Also, dass die Kinder sozusagen zu kleinen Prinzen und Prinzessinnen gemacht werden. Sie dürfen sich Kostüm aussuchen, werden frisiert, bekommen Pixie Dust und bekommen dann, glaube ich, auch noch ein Fotoshooting am Ende. Ist natürlich preislich schon sehr happig, aber wird es natürlich auch geben und wird My Royal Dream heißen. Jetzt gucke ich mal, genau. Ja. Das war tatsächlich alles, was so während der Pressekonferenz gesagt wurde. Also nicht während, sondern bevor das Q&A gestartet ist. Dann gab es noch am Ende noch einen Ausblick von der Frozen Royal Suite, wo die Ambassadors dann drauf standen, wo man die Aussicht aufs Schloss gesehen hat. Also wirklich, man guckt
geradeaus aufs Schloss durch, aber gut. Ah, also wenn mir jemand von euch in der Royal Suite übernachtet, in der Frozen Suite, dann nimmt mich bitte mit. So, dann kam es ja zum Q&A und es wurden einige Fragen noch gestellt, vor allem auch auf die Preise, gehe ich auch gleich noch ein. Und ja, die eine Frage habe ich am Anfang schon erwähnt, da wurde gefragt, was denn vom alten Hotel übrig geblieben ist. Tatsächlich nur die Wände und der Kamin. Alles andere wurde neu gebaut und es wurden auch extra zwei verschiedene Düfte fürs Hotel wieder kreiert. Eins für tagsüber und eins für abends. Und das könnt ihr dann auch wieder im Merchandise-Shop kaufen. Und da wurde gefragt, was sind die most unique services, also die besten einzigartigen Serviceleistungen, die das Hotel bieten wird. Und da wurde gesagt, dass auf jeden Fall die Storykeeper, also die Castmember, eins der most unique services sein wird, die Touren durch das Hotel anbieten und diese Hidden Gems zeigen. Und natürlich die ganzen Specials für die Kids sind auch tatsächlich most unique services, die es wahrscheinlich in anderen Disney-Hotels so nicht gibt. Ja, dann kommen wir zu den Preisen. Hat der eine sich auf jeden Fall vorbereitet, dass er die Frage auf jeden Fall kommt. Und er hat gesagt, ich blende euch aber auch gleich, ich habe Screenshots gemacht von den verschiedenen Preisen ab Januar bis, glaube ich, März. Es variiert so zwischen 910 bis, glaube ich, über 1000 pro Nacht als Pauschale. Das heißt, Pauschale ist ja wieder Eintritt in die Parks, Parken und die ganzen anderen Sachen, die dann das Hotel noch zu bieten hat. Also so ab 900 Euro könnt ihr damit rechnen. Aber er hat dann hier gesagt, zwei Erwachsene, ein Kind vom 28. Januar bis zum 8. Februar kostet dann eine Nacht 932 Euro pro Nacht. Das heißt, ja, könnte man in Nierisch für spenden, weiß ich nicht. Aber ich hatte tatsächlich noch mehr erwartet. Ich hätte auf jeden Fall erwartet, dass es auf jeden Fall noch teurer wird am Anfang. 900 Euro als Pauschale, wenn man sich das zu viert teilen würde, was ja geht, wenn man zu viert übernachtet, dann ja, ist es immer noch teuer, aber es ist auf jeden Fall eine unique experience. Und ich kann euch schon mal sagen, nein, ich habe noch kein Zimmer gebucht. Das war ja auch eine Frage von euch. Wo es ja nach meinem Geburtstag ist, aber wie gesagt, alleine würde ich ja jetzt nicht übernachten. Zu viert, ja, alleine, nein. Genau. Und in dem Preis ist natürlich dann wieder diese Signature Service enthalten. Und wenn man zum Beispiel ein Elektroauto hat, kann man das umsonst auf dem Parkplatz dort parken. Und es wird natürlich auch geladen. Kostenlos. Dann, genau, das waren jetzt die Preise. Ich habe euch hier auch die Preise eingeblendet. Ich habe auch eben nochmal versucht, auf die Seite zu kommen. Die ist gerade down. Also da ist gerade High Demand. Ja. Das mit dem Spa habe ich schon mal erwähnt, es wird auch was für Kids geben, das wurde auch gefragt. Und es wird Maniküre geben, Pediküre und auch ein Friseur. Ich glaube, das gab es aber vorher auch schon. Buchbar ist das Ganze jetzt bis März 2025, also über ein Jahr könnt ihr euch jetzt sagen, okay, zu irgendeinem besonderen Ereignis, mein Geburtstag, Hochzeitsreise, was auch immer, könnt ihr das jetzt bis März 2025 buchen. Und dann wurde gefragt, gibt es spezielles Merchandise für das Hotel? Und ja, das wird es geben. Die Royal Boutique, so wird sie heißen. Und ich habe ja erwähnt, es wird zum Beispiel einen Spiegel zu kaufen geben, den er in einem der Zimmer geben wird, den Rapunzel-Spiegel. Oder, wo ich auch richtig gehypt bin, ist ein Replikat der Mickey-Uhr, die ihr am Eingang des, also wenn ihr ins Disneyland reingeht, oben ist ja diese Mickey-Uhr durch den Eingang und die wird es zu kaufen geben. Also die brauche ich auf jeden Fall. Und natürlich die Düfte wird es auch auf jeden Fall geben und spezielles anderes Merch, was jetzt nicht explizit gesagt wurde. Und dann wurde auch gefragt, kann man die Restaurants reservieren, wenn man kein Hotelgast ist? Und ja, das geht. Ist wie in den anderen Hotels auch. Ihr könnt die Restaurants reservieren, wenn sie verfügbar sind. Und wir wissen, wie es schon beim Hotel New York, die Art of Marvel ist, mit dem Downtown-Restaurant vor allem. Da eine Reservierung als Nicht-Hotelgast zu bekommen, ist fast unmöglich. Und ich glaube, beim Disneyland Hotel wird es noch mal eine Schippe schwieriger. Aber ihr könnt alle Restaurants reservieren, also das Lumiere Restaurant, der Royal Banquet. Ihr könnt natürlich auch in die Bar gehen. Da müsst ihr nicht reservieren, da könnt ihr einfach reingehen. In die Lounges könnt ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr kein Hotelgast seid. Ja, ich habe ja gesagt, sehr beliebt, also sehr früh reservieren wie möglich. Und Priorität haben natürlich die Hotelgäste.
Und abends werden tatsächlich die Türen geschlossen für Nichtgäste. Das heißt, wahrscheinlich ab einer gewissen Uhrzeit wird das Hotel dann geschlossen und dann könnt ihr da nicht mehr reingehen als Nichtgast. Das soll ein bisschen mehr Exklusivität für die Hotelgäste, die dort übernachten, sein. Ja, und dann wurde am Ende noch gefragt, könnt ihr euch die Räume, weil die Räume sind ja verschieden thematisiert, aussuchen. Also als normaler Gast, sag ich mal, könnt ihr das nicht aussuchen. Wenn ihr Suitengast seid, könnt ihr tatsächlich euren Favoriten sagen oder eure vielleicht eure zwei Favoriten und damit natürlich je nach Availability geguckt, ob euch die Zimmer dann angeboten werden können, die Suiten. Aber nur für Suitengäste. Alle anderen müssen sich überraschen lassen, welches Zimmer sie dann am Ende bekommen. Ja, und das war alles, was abgearbeitet wurde. Also ich glaube, zu jedem Thema wurde was gesagt. Merch, Zimmer, Restaurants, Preise, wann es eröffnet, buchbar. Ja, also los geht's, wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt das Disneyland Hotel buchen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr das buchen werdet, ob ihr dort übernachten möchtet. Also ich würde schon gerne übernachten, aber wie gesagt, ich brauche erstens keine Pauschale, weil ich habe ja eine Jahreskarte und mal gucken, ob es dann irgendwann bei Booking.com landet, dass man halt nur das Zimmer buchen kann und wenn dann halt wirklich zu viert, weil ja, 900 Euro ist dann schon ein großer Preis pro Nacht. Ich weiß noch, wo wir bei Daniels Geburtstag im Hotel New York übernachtet haben, da haben wir nur für die eine Nacht 500 Euro bezahlt, zu viert. Ja, also das Disneyland Hotel dann nochmal fast doppelt so teuer, aber das haben wir ja erwartet. Und das waren die News zum Disneyland Hotel. Also ich bin wirklich sehr gespannt, gehypt und ich werde mir das Hotel natürlich auch anschauen, weil wie gesagt, man kann dort einfach reinspazieren und sich das Ganze anschauen. Ich bin gespannt auf die Show in der Lobby, wie die ganze Lobby aussehen wird und auf den Duft, auf das Merch. Also wir können auf jeden Fall gespannt sein und ich freue mich drauf, dann im Januar, wenn das Disneyland Hotel dann eröffnet. Ja, ich hoffe, dieses Video zu dem Disneyland Hotel, zu den News vom Disneyland Hotel hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.